Musik ist eine sehr emotionale Geschichte. Und da kann es schon mal vorkommen, dass die Gemüter erhitzt sind. Das neue Album habe ich hier in diesem kleinen Häuschen aufgenommen. Und da es zu teuer war, meine Musiker hierhin mitzunehmen in meinen Rückzugsort und da es auch geheim ist und eigentlich keiner weiß, habe ich alle Instrumente selber gespielt. Der Form halber muss ich aber dazu sagen, dass ich das teilweise auch nicht gerne gemacht habe, weil ich das manchmal auch gar nicht so kann. Akkordeon ist und bleibt mein Lieblingsinstrument. Ich hasse es. Es ist einfach sehr schwer zu spielen und es ist einfach auch sehr schwer vom Gewicht her sehr schwer, obwohl Klavier schwerer ist. Aber ich liebe zum Beispiel Saxophon und ich singe gerne, für mein Leben gern. Das ist eine sehr schöne Sache. Zum Beispiel Offenes Hemd, Nachtigall Hu oder aber auch Sommer, Sonne, Kaktus. Ich meine, das sind Titel, die mir natürlich so schon immer auf dem Herzen gelegen haben. Vielversprechend. Ja. Es sind teilweise also Darsteller, darstellende Musiker dabei, wie zum Beispiel der Bassist, das bin ich. Am Schlagzeug ich und an der Orgel ich selbst, ich singe. Und am Klavier, das bin ich dann. Das ist sehr abwechslungsreich. Ja, ich versetze mich dann immer in jemand anders. Und zwar immer nur in ein und dieselbe Person. Und zwar in denjenigen, der gerade spielt. Das wirkt vielleicht ein wenig surreal. Aber ich denke, auch die Landschaft, die ist sehr surreal. Diese Blume zum Beispiel, die kannte ich noch gar nicht. Die ist über Nacht gewachsen. Sommer, Sonne, Kaktus. Ich bekam einen Anruf aus Europa und ein junger Mann war dran, der mich fragte, wie es mir geht, ob ich nicht wieder einen Song machen wolle. Und da habe ich gesagt, gut, ich mache Sommer, Sonne, Kaktus. Und schon war der Song geboren. Und ja, wie es der Zufall so will. Nun ja, Milliardär werde ich damit nicht werden, aber das machen ja dann andere. Ich habe zum Beispiel die Filmmusik meines Films 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse ausschließlich hier in diesem kleinen Häuschen komponiert und auch produziert. Also mit meinem kleinen Aufnahmerekorder. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Aber es war harte Arbeit, muss ich sagen. Ich war noch in diesen 16 Wochen, in denen ich hier die Musik aufgenommen habe, war ich noch kein einziges Mal am Meer. Vielleicht klappt es jetzt, wenn wir den Videoclip drehen zu Sommer, Sonne, Kaktus. Da habe ich mir ein paar tolle Szenen ausgedacht. Diesen Urlaub habe ich rein aus beruflichen Gründen gebucht. Ich grüße natürlich meine Fans überall in Deutschland, in ganz Europa, in dem Kaukasus, überall Amerika, Honolulu, Schweiz, Suriname, Afrika, Tansania, Kenia, Nigeria, Afghanistan, Belgien, nicht zu vergessen, Mosambik, Luxemburg, all die Länder, die ich gerne noch bereisen möchte. In Japan möchte man gerne auch ein Interview mit mir haben und auch eine Tournee. Ich soll eine Tournee machen nach Japan, aber mit anderer Musik und anderen Text und als mit anderen Namen, also Pseudonym, Kraftwerk beispielsweise. Mein Lieblingstitel ist und bleibt Sommer, Sonne, Kaktus, weil also ich muss sagen, die Verträge sind einfach abgeschlossen und sind sehr gut. Das sind sehr gute Verträge mit der Musik. So, das war's. Auf Wiedersehen.